Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Luigi's Mansion. Beim letzten Mal habe ich den Boss geglitscht, Bulusus. Jetzt suchen wir nochmal den Bumugel, bevor es dann in die höheren Stockwerke geht, wie ich ja schon sagte. So, hier haben wir ihn nochmal. Komm schon, dieses Mal entwisst du mir nicht durch. Ach Mist, was haut der dann lang ab? Hey, wenigstens kommen jetzt hier keine anderen Geister in die Quere. Und es wird für mich hoffentlich ein leichtes sein, jetzt zu fangen. Ist der jetzt durch diese Wand hier durch? Ist doch blöd. Immer haut der so bescheuert ab. Wisst ihr was? Ich hol ihn später dort mal. Obwohl, nein, ich will es mir jetzt nicht aufschieben. Ich will diesen Buhu jetzt fangen. Teleport! So, warte, nein. Cut. Ich komme hier die ganze Zeit durcheinander. So, der ist mir dort entwischt. Ja? Also als Notiz. Das heißt, warte mal. Ich gucke erstmal hier in der Kommode, ob ich nicht meine Energie wieder aufrichten kann. Jawohl. Sieht gut aus. Gefällt mir. Hallo Toad. How's it going, Toad, buddy? Und dann gehen wir jetzt wieder. Dann gehen wir jetzt hier rein. Ich habe genau gesehen, durch welche Wand der abgehauen ist. Jawohl, seht ihr, dieses Mal lag ich richtig, dass er sich hier drinnen aufhalten muss. Ich werde ihn jetzt hier durchjagen. Ach, da ist ja auch ein Herz. Jetzt schmeißen sie mir mit Herzteilen hinterher, ja? Vorher sind sie übelst geizig und jetzt kriege ich es. Na? Da ist er doch. Bumugel, du nervst! Jetzt ist der hier rein. Bumugel, du Alpapsack, ich hab dich! Du Klump! Ist kein Sklave! Hessisch! FTB! Nein! Jetzt ist der da lang. Gut, welcher Raum ist das? Ich muss mal kurz. Das ist der erste Raum, in dem wir einen Porträtgeist gefangen haben. Der Raum des Vaters. Jetzt Vaters und dann von der Mutter. Diesmal krieg ich dich. Ich mach dich kaputt. Junge! Hau nicht ab! Jetzt ist der in den Raum von der Frau von dem Vater. Also bei der Mutter. Ach, die sind alles Fake-Räume. Hey, der ist mit einmal aber durchgeflogen. Das ist cool. Bist du eine kühle Sau, ey? Bist du eine kühle Sau? Bist du eine kühle Sau? Und du bist auch aufgesaugt. Ja. Ich kann auch so Kauderwelsch gehen. So, es nützt hier sowieso nichts, eine Abkürzung zu nehmen. Zum Anfang Grund, weil wir sowieso jetzt gleich wieder im Foyer sind. Und dann geht es jetzt hoch. Hoch. Ich glaube, bei einem normalen Luigi's Mansion LP wäre ich sowieso jetzt schon durch. Für einen Hidden Mansion braucht man halt ein paar Parts mehr, aber das wisst ihr ja. Aber ich meine, so viel Abstand habe ich nun auch wieder nicht. Deswegen. Auf geht es hier hoch. Warum liegt hier Stroh? Nein, Schatz. Hey, greif mich nicht alle immer so an von allen Seiten, das nervt. Leute, wisst ihr Bescheid, Schätzelein, ne? Ich habe Taschenlampe, ich habe Staubsauger. Wenigstens ist hier jetzt immerhin alles schön hell und nicht solche nervigen Geister kommen hier und wollen mir eine klatschen und batschen und whatever. Klatschen, batschen, watschen. So, dann wollen wir jetzt mal noch ein bisschen weiter. Ah ja, hier ist es ja wieder dunkel, weil hier oben noch nicht aufgeräumt ist quasi. Was ist denn das für eine blöde Flittermaus? Wie dämlich kann man sein? Ich dachte, die verlassen sich irgendwie so auf Sensoren oder Gehör oder sowas in der Art und dann stürzt sie sich mit voller Wucht nach da unten. Selten dämlich. Ja, nervt doch. So. Und wir sind auf der Dachterrasse. Hier gibt's auch nichts zu holen, außer das war so genial, wie ich hier lang gerutscht bin. Dann. So, und damit willkommen im vorletzten größeren Hauptabschnitt von Wait, Blitz! Tada! Ja!
Schrecklich, das ist eine echte Katastrophe. Der Strom ist ausgefallen. Der Blitzeinschlag von eben muss die Ursache für den Stromausfall sein, weil dieser verdammten Finsternis sieht man nicht mal die eigene Hand vor Augen. Im Schutze der Dunkelheit haben die Geister freie Bahn. Sei vorsichtig, Luigi. So, jetzt wimmelt es überall nur so vor Geistern. Wir gehen dennoch hier durch. Das heißt, alle Räume, die wir erhellt haben, sind jetzt wieder dunkel. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Der Raum da hinten links ist kein Fake. Hahaha, ich hau trotzdem ab vor dir. Das heißt, wir können jetzt auch keine Räume erhellen. So, hier ist ein Telefonzimmer. Wollen wir doch mal hören? Hallo? Hallo? Darf ich fragen, wer dort spricht, bitte? Ah, ist das genial. Wir können sagen, Bowser am Apparat. Ich bin Luigi. Luigi? Puh, ich bin tot. Ich bin wohl keine Ahnung, was ich getan hätte, wenn am anderen in ein Geist gewesen wäre. Tja, wir haben ein Riesenproblem. Der Blitz hat im ganzen Haus einen Stromanfall ausgelöst. Was sollen wir jetzt machen? Dabei fürchten wir uns fürchterlich im Dunkeln. Gibt es denn keine Möglichkeit, das Licht wieder anzuknipsen? Wie? Nein, wir wissen auch nicht, wie man es wieder in Gang bringt. Wir hatten gehofft, du hättest eine Idee. Schlurz. Ich habe schrecklich Angst. Das heißt, wo ich gerade darüber nachdenke, ich erinnere mich an einen großen Sicherungsschalter im Keller. Den habt ihr schon gesehen. Aber vorher... Hallo? Hallo? Jemand da? Entschuldige die Überraschung, ich bin Professor Igitt. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Normalerweise benutze ich hier den Gameboy-Horror, um dich zu kontaktieren. Doch dieses Mal habe ich das Telefon benutzt, da du in diesem Raum bist. Du weißt ja, dass alle Geister das Licht meinen und in der Dunkelheit Zuflucht suchen. Und jetzt pass auf, es gibt einen Geist, der aus der Galerie geflüchtet ist und die dunkelsten Orte aufsucht. Sein Name ist Onkel Bitterlich. Wenn er umherstreift, hast du vielleicht nur diese eine Chance, ihn zu fangen. Warum suchst du ihn nicht, bevor du dich um das Licht kümmerst? Das könnte clever sein. Selbst für einen Geist ist er recht alt, aber dadurch ist er umso umsichtiger geworden. Was ich dennoch über ihn sagen kann, ist, dass er sich gerne in Räumen mit Spiegeln aufhält. Oh je, die Geister nähern sich deiner Position. Gib acht, Luigi! Bams! Party! Geisterhäuser! Na, Geister sind wieder... Wow, hier kommen aber ganz schön viele und ich bin gerade zu unfähig, überhaupt einen zu fangen von den... Das war so offensichtlich, dass ich direkt in die Reihen rutschen werde. Wow, jetzt aber drei Geister mit einmal. Das ist cool. Na komm. Da haben welche Herzteile fallen gelassen. Lass mich doch mal die Herzteile aufsammeln, Kollegas. Wir können den Raum aber eh nicht erhellen, weil die Sicherung halt draußen ist. Das habt ihr gesehen. Und du bist der nächste Geist. Aber hier spawnen jetzt ganz schön viele Geister. Das ist ja krass. So, noch einer da. Mugnit! Ich schieb die Tamsobeule rein. Na los. Halt, da kommt er. Und... weg mit dir. So, der Raum ist wieder auf. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier eine Truhe was haben. Nix. Hier ist ja noch irgendwo so eine Truhe, oder? Später, wenn hier also wieder Licht ist, können wir hier auch ein Buhu sammeln. Geld! Hätte mit. Gehen wir dann nochmal gucken, was wir hier im nächsten Raum haben. Kommen wir in den nächsten Raum? Nein, der ist abgeschlossen. Okay. Dann. Onkel Bitterlich ist also in einem Raum mit Spiegeln. Ja? Alles klar. Lass mich kurz. Halt! Das wollte ich nicht. Ich wollte kurz was überprüfen. Hier haben wir also nichts mehr verloren. Vorerst. Lass mich in Ruhe, du blöder Geist. Das Problem ist halt jetzt wirklich, alles, was wir vorher erhellt haben, ist wieder dunkel geworden. Warte mal, ich muss doch nochmal was nachgucken. Nein, da ist alles zu. Okay. Ich hau ab. Lass mich in Ruhe. Sag mal! Ich war doch am Abhauen. Weil immer nur, das ist nur passiert, weil Luigi stehen bleibt. So wie die Geister alle sich ihm nähern. Egal. Da sind Herzen. Das ist eigentlich eine perfekte Möglichkeit, den Energievorrat aufzufrischen. Jetzt bleibt doch nicht immer stehen, Mann. Das nervt. Nee. Trist nicht. So. Ja. Ist mir egal, was ihr wollt. Ich gehe raus. Ich verlasse euch. Die schnellste Möglichkeit jetzt eigentlich, irgendwie Licht zu machen. Man kann den Onkel Bitterlich auch, glaube ich, so fangen, auch wenn man, wenn wir wieder Licht gemacht haben. Von daher. Hey! Das nervt doch, dass überall hier Geister kommen. Die toben sich jetzt aus, weil hier überall kein Licht ist. Das ist schrecklich. Mario!
Bobby, ist denn du? Aber wir können trotzdem noch was gucken. So, jetzt gehen wir hier hin. Na, nervt doch. Um das Ganze abzukürzen. Hey! Ich will hier raus, Leute. Ich habe es gesagt. Teleport! Yahoo! Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Edgy Badge. So, die Toads sind auch verschwunden. Das heißt, wir haben keinen Zwischenspeicherpunkt. Ich habe eine Vermutung, wo er steckt. Hier noch ein Herzteil. Schnell, komm, 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 komm. Gut. Alles klar. Onkel Bitterlich geht gerne in dunkle Räume. Ich weiß auch noch genau, wo er sich befindet. Vorher wollen wir gucken, ob wir hier noch Herzen abgreifen können. Oder hier. Na gut, dann eben nicht. Ja, wir gehen in einen alten Raum zurück. Quasi. Ach, Leute. Leute! Leute, nervt doch. Ich lasse euch alle in Ruhe. Ist mir ein bisschen zu viel Hektik hier. Geht alle fort! Nur weil Luigi mal stehen bleibt bei so einem Mist. Wow! Wow! Langsam, 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 ja? Wir haben hier. Okay. Bisschen viel Herzteile gekriegt eben. Weil wir drei Geister mit einem Mal gesagt haben. So, Onkel Bitterlich! Jese! How's it going, buddy? Wir müssen einfach warten. Glaube ich. Wenn es sich in Sicherheit wiegt. Oder? Irgend sowas war das doch. Ja, genau, und dann geht's los. Haha, ich hatte es doch noch richtig in Erinnerung. Na komm, dich kriege ich auch mit einem Mal, oder? Wäre ja wohl gelacht, wenn ich dich nicht noch in dieser Episode aussaugen könnte. Ah, badam. Da der Raum nicht hell wird, kriegen wir nur diese Kiste hier. Aber wir haben den Buhu, der sich hier auf wie sowieso schon gefangen. Hier ist noch ein bisschen Geld drin. So, dann öffnen wir die Truhe. Da kommt ein Schlüssel raus. Dum, 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 dum. Dieser Schlüssel öffnet die Kellertür, wo wir wieder Licht machen können. Ist hier noch was drin? Nein. Ist hier noch was drin? Auch nicht. Gut. Dann kürzen wir ab mit einem Teleport. Teleport, Luigi, Teleport. Wee. So, und die Kommode ist wieder zu, wieder aufmachen, wieder ein Herzteil kriegen. Also, wenn euch die Energie ausgeht, immer wieder mal ins Foyer zurück teleportieren. Hier ist meistens ein Herzteil drin. Manchmal ist nichts drin, aber das ist echt in seltenen Fällen nur der Fall. Ah, toll, Fall, 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 Fall. So, der Keller ist ganz zu unserer Linken. Natürlich in der normalen Mansion zu unserer Rechten, das ist ja klar, umdenken. Ja! Wieder voll Energie! In your face, Game! In your face! Oh, das ist so selten, dass das mal passiert bei der versteckten Villa, aber dann ist es ja verständlich, wenn ich enthusiastisch werde. So, wir gehen in den Keller. Dass da Fledermäuse sind mir erstmal egal. Wir machen erstmal Licht. Und ich sprach, es werde Licht. Doch Luigi fand den Lichtschalter nicht. Und in dem Moment ist hier unten auch ein Behuf vorhanden. Vorher nehmen wir uns den Schlüssel aus dieser Truhe. Dam, 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 dam. Das müsste jetzt irgendeine Tür weiter oben... Ach nein, ganz uns gegenüber öffnet sich eine Tür. Alles klar. Jetzt suchen wir noch den Buhu hier. Dann haben wir ja schon wieder ganz schön viel geleistet in dieser Episode. Findet ihr nicht, Leute? Findet ihr nicht, meine Kinders? Erst mal ein Saugen. Na, komm raus, Buhu. Hui hot, ich bin Buffalo Butt. Was? Ah, und der ist in den Flur abgehauen. Und zu dem kommen wir leider jetzt noch nicht. Deswegen gehen wir jetzt hier durch. Bisschen umständlich. So, hier... sind wir im Lagerkeller? Oh! Hier haben wir auch wieder Geister! Komm her. Oh, der hat ein Herzteil fallen gelassen und da war ein Geldgeist und ich habe alles verfehlt und ich komme. Na, wenigstens habe ich das. Au! 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 Blödes Gitter! Ich komme wegen dem nicht so gut hier voran. Hier gibt es irgendwo die Möglichkeit, über die Decke quasi sich vorzubewegen. Was ist denn hier los? Der Geldgeist ist immer noch da. Meine Herren. Okay, der ist mir jetzt entkommen, aber das war mir auch sowas von egal. Crap! Komm du her, dich krieg ich. Oh, da ist ein Herzteil. Komm ich noch dahin? Ja, ich hab's noch gekriegt. Los, geh doch mal drauf. Mann, okay, ja, es ist ein Geist. Die sind sowieso schon tot. Hier gibt's irgendwas noch zu holen, das weiß ich. Aber auf jeden Fall, ja, guck, das meinte ich davor. Man kommt mit Hilfe von diesem Ding hier schneller voran.
Wo geht's hier wieder runter? Hallo? Oder wir beseitigen erstmal den Staub da. Das hat Style. Männer, die in der Lage sind, Staub zu saugen, ist ja immerhin schon wünschenswert für manche Hausfrauen. Aber Männer, die in der Lage sind, das Ganze auch noch auf den Kopf hinzukriegen, also das hat Style. Deswegen ist Luigi viel awesomer als Mario. Das Tolle ist, die Geister erwischt. Was? Der hat mich doch erwischt. So hoch hier die Trugwelle. Meine Herren. Okay, dann suchen wir uns jetzt die Stelle, wo ich hier wieder runterkomme. Hört doch mal auf. Der erschreckt sich immer so viel. Das ist so krass, ey. Boah, Hilfe. Ich werde hier übel zusammengeohnt. Herzteil, Herzteil, Herzteil. Gut. Wie Pest schon... Ey! Wie Pest anmerkte, das ist das Suffering für Kinder. Sag mal. Sag mal. Jetzt sag doch einfach mal. Ja, sag mal was. Ich meine, ich sag schon die ganze Zeit was. Ich kommentiere das. LP hier. Ha! Daneben. Komm her. Ich krieg auch noch. Und wir haben Licht gemacht. Hoho. Und hier ist auch ein Buch drin. Vorher holen wir uns. Sag mal, warum öffnest du diese Truhe nicht? So. Wieder ein Schlüssel. You got the magic key. Der öffnet. Diesmal im zweiten Stock etwas. Wir beseitigen noch den Staub hier. Hoffentlich lasse ich jetzt nicht den Beruf frei. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Ach Mist, der ist doch... Kalate! Ich bin Bruce Lee! Na komm her, komm her, komm her. Dich kriege ich noch, oder? Ach, der ist auch durch den Flop gehauen. Gut. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich nur der Bu-Gegenstand hier. Na, kriege ich dich noch? In dieser Folge? Wow, hinter mir ist ein Geist. Hier ist gerade abgeschlossen, oder? Ja. Gut. Nächstes Mal. Obwohl, warte mal, wir gucken mal, ob hier vielleicht noch was zu finden ist. Ach. Was mache ich denn? Ich wollte eigentlich erst die Episode eben beenden, aber... Ich will gucken, was hier noch zu finden ist. Da. Da. Da ist doch was. Ich merk's doch. Wenn ich hier hingehe und hier. Na! Ah, da also, da ist doch was. Okay, es war nur der Buhu-Ball. Gut, nächstes Mal bei Let's Play Luigi's Hidden Mansion treffen wir uns wieder oben im zweiten Stockwerk. Ich sage bis dann, Leute!